Hallo, liebe Aufwach-Community. Ja, vielen herzlichen Dank für den tollen Kongress, den wir gemeinsam erleben durften. Und danke für eure Feedbackbögen. Die haben mir wirklich sehr geholfen, um Klarheit für die Zukunft auch zu bekommen, für mich selbst und auch für euch. Und ich freue mich richtig, dass ich heute mit Andreas im Gespräch bin. Andreas habe ich bei einem anderen Kongress entdeckt und er wird uns sicherlich einiges noch helfen können, aber dazu gleich später mehr. Ich begrüße erstmal dich, Andreas. Hallo, herzlich willkommen bei der Aufwachung. Hallo Ines. Hallo Ines, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für die Aufwach-Community. Und wir haben ja schon einiges im Vorfeld besprochen und aus den Fragebögen hat sich jetzt herauskristallisiert, dass sich viele noch mehr praktische Tipps zur Umsetzung wissen. Ja, Sie haben sehr, sehr viel Input von über genau 28 Referenten erhalten im Aufwachkongress und kommen, einige sind schon sehr gut in die Umsetzung gekommen, andere noch nicht. Und dort hakt es jetzt ein bisschen und ich habe dich so wahrgenommen, du bist ja auch so Geburtshelfer für Lösungen, wirst du genannt. Genau. Und das fand ich so toll, diese Bezeichnung. Und mir hat das Interview mit dir in dem anderen Kongress auch so zugesagt, wo ich gesagt habe, sicherlich hast du für unsere Teilnehmer hier auch die eine oder andere Umsetzungslösung, wo man einfach die eingesammelten Eindrücke, die die Teilnehmer jetzt während des Kongresses hatten, optimal in die Umsetzung bringen kannst. Jawohl. Ja. Dann gebe ich dir jetzt einfach mal das Wort, Andreas, und freue mich über deine Tipps. Genau, also erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein kann und wir werden uns auch echt kurz fassen, weil ich habe ja von dir auch erfahren, dass das ein Wunsch war, dass wir das, ja, nicht immer so lange Kongresse, das kenne ich nämlich von mir selber, man sitzt dann immer so ewig vor den Videos, ja. Und ich werde mal gucken, dass ich das echt gut auf den Punkt bringen kann. Du hast eben schon so schön gesagt, 28 Sprecher im Kongress. Du kannst dir jetzt vorstellen, du hast ja hier so eine unglaubliche Menge an Wissen, was du jetzt konsumiert hast. Und das erlebe ich immer wieder als Geburtshelfer für Lösungen, dass die Menschen auf mich zukommen und sagen, Andreas, ich würde ganz gerne meinen Traum erleben. Also in dem Fall jetzt vielleicht, ich möchte endlich ja, aufwachen, erwachen, die Erleuchtung erhalten oder einfach nur mein Leben selbstbestimmt und frei nach meiner Bestimmung leben. Und ich habe mir jetzt alles Mögliche schon angeschaut. In dem Fall jetzt 28 Speaker, die dir erzählt haben, wie du das alles machen kannst. Und ich gehe ganz provokant da auch vor. Ich habe eine Rede gehalten vor ungefähr anderthalb Jahren auf einem Schiff und der Titel war Klone keine Lösung, sondern gebäre dein Unikat. Und ich behaupte nämlich, dass es nicht funktioniert, einen Tipp, den man von einem Experten bekommt, 1:1 umzusetzen. Das liegt einfach daran, weil du selber bist ja ein absolutes Unikat. Dich, deine Fähigkeiten, das, was du gerne machst, das, was du in der Vergangenheit erfahren hast, was du erlebt hast, deine Kultur, all diese Kombination aus all dem, was dich ausmacht, gibt es auf diesem Planeten nur ein einziges Mal. Und wenn ich dir jetzt einen Tipp gebe, dann kann dieser Tipp auf dich nicht passen, wenn man mal das Ursache-Wirkungsprinzip sich mal vorstellt. Da muss, wenn man ein Rezept kopiert, zum Beispiel beim Backen, muss das 1:1 ja passen, wenn man 1:1 das gleiche Endergebnis haben will. Wenn aber schon die Grundzutat, also du nicht gleich bist wie ich, wird es schwierig, dasselbe umzusetzen. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Und jetzt ist es noch so, dass diese 28 Speaker, die sind ungefähr da, wo du gerne hin willst. Aber nicht zu 100%. Also wenn ich jetzt dich angucke, Ines, du hast einen Lebensstil, der wunderbar ist. Du hast dir einen Traum jetzt auch eröffnet, wo du sagst, ich möchte jetzt in der Online-Welt Menschen helfen. Das finde ich total klasse. Aber sicherlich, ohne dir zu nahe zu treten, gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo ich sage, nee, das hätte ich gerne anders. Also haben wir auch den Endzustand nicht mehr gleich. Und die Frage ist, wieso sollte jetzt der Tipp, den du mir gibst, 1:1 auf mich passen? Und da fängt die Schwierigkeit an. Und darauf möchte ich jetzt auch eingehen, weil du hast nämlich jetzt, wie gesagt, von 28 Menschen unglaublich viele Ressourcen eingesammelt. Aber es zu kopieren, so wie ich es eben erklärt habe, aus meinen Augen nicht möglich. Aber du kannst die Grundzutaten dafür verwenden. Also nehmen wir mal ein Kuchenrezept. Dir gefällt, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe eine Nussallergie. Aber da ist irgendwie ein Kuchen, der schmeckt total lecker, aber ich kann die Nüsse nicht benutzen. Aber vielleicht gibt es ein Äquivalent, also irgendetwas anderes, was ich dafür benutzen kann. Und kann dann dieses austauschen. Ja. Und darauf kommt es jetzt an. Und das ist das, was ich gerne mit euch hier besprechen würde. Wie kriegst du das jetzt hin, dass du aus diesen
28 Zutaten das rausfilterst, was du am Ende für dich gebrauchen kannst. Weil dann kommst du richtig in die Umsetzung, weil dann hast du nämlich, und das nenne ich so, das Lösungsbaby entwickelt und geboren, was du wirklich auf dem Arm hast und wirst sagen, und das werde ich mit Liebe und mit Leidenschaft umsetzen. Und dann kannst du deinem Ziel folgen. Ja, und, man sagt ja total oft, man verkauft sich immer selber, ja. Ich habe eine Freundin, die hat einen Jeansladen und der läuft wie der Teufel und daneben ist einer, der läuft überhaupt nicht, ja. Und eigentlich haben sie mehr oder weniger die gleichen Produkte. Warum ist das so? Ja? Und genau das ist der Punkt wahrscheinlich. Ja, und selbst wenn die gleichen Produkte haben, dann macht es natürlich jetzt auch noch aus, von wegen, was habe ich für einen Anspruch und wer ist dann der Mensch zum Beispiel, der noch gegenüber ist? Wie hat er das aufgemacht? Das sind halt Nuancen. Und das finde ich auch das Schöne bei so einem Kongress. Da sind 28 Menschen, die vielleicht sogar ähnliche Sachen erzählen, aber jeder auf seine Art und Weise. Und dann sind jetzt dann, keine Ahnung, wie viel tausend Menschen in so einem Kongress, die dann sagen, von wegen, ja, mir gefällt jetzt der eine besser als der andere. Und das finde ich halt total schön, dass wir halt diese Möglichkeiten mittlerweile haben, uns halt einfach die Rosinen halt auch rauszupicken und dann zu sagen, von wegen, aus dem und dem und dem mache ich jetzt meins. Und dann wird es halt richtig gut. Und ich bin halt überzeugt davon, wenn du halt dein eigenes Lösungsbaby entwickelt hast, also das ist jetzt wirklich mal so, wie es im wahren Leben ist. Deswegen nenne ich es auch Geburtshelfer für Lösungen. Also ich bin Papa, ich habe eine 7-jährige Tochter. Und wenn ich jetzt daran zurückerinnere, als ich Papa wurde, also so kurz vorher, ich habe alles dafür getan, dass dieses Kind, ich sag mal, mein Leben bereichert und dass es dem Kind natürlich gut geht. Und je besser es dem Kind geht, umso mehr bereichert es ja auch am Ende mein Leben, weil ich ja dann auch diese ganze Glücksempfindung habe und weiß noch, wie ich alles vorbereitet habe, das Kinderzimmer und so weiter. Und das ist auch genau das, was ich in meiner Berufung als Geburtshelfer für Lösungen immer berücksichtige. Darf ich das mal wirklich ein bisschen schmutzig erzählen, was das mit meinem Namen und dem Geburtshelfer für Lösungen zu tun hat? Erzählen, mal sehen, wie es ankommt. Ich weiß nicht. Genau. ja, ich finde, das ist ein plastisches Beispiel, wie das funktioniert. Und damit ist aber auch jetzt schon, ich sag mal, die 5 Schritte. Und die, lieber Kongressteilnehmer, Teilnehmerin, merkt dir die mal, weil die 5 Schritte sind halt das Relevante, was du brauchst, wenn du umsetzen willst. Und das ist der erste Schritt. Und ich mache es jetzt an einem Beispiel fest. Das ist ein bisschen schmutzig. An einem Beispiel fest, du hast ein Pärchen, also Mann und Frau. Und die zwei haben eine Situation, in der sie nicht mehr sein wollen. Das ist die sogenannte Weg-von-Motivation. Also du brauchst erstmal eine Situation, die ist schmerzlich, die möchtest du nicht mehr. Und dieses Pärchen möchte nicht mehr zu zweit sein. So wie sie jetzt zusammenleben, gefällt es den Zweien nicht mehr. Und es macht die auch auf lange Sicht unglücklich. Also wenn du sagst, mal angenommen, ihr würdet zu zweit bleiben, was würde das denn in Dauer bedeuten? Und das ist auch recht schmerzlich. Auf einer Skala von 0 bis 10, ja, und 10 ist richtig heftig, sollte der Schmerz recht hoch sein, damit man bereit ist, sich auch zu verändern. So, jetzt haben die für sich verstanden, beide sind sich einig, wir wollen so nicht mehr zu zweit sein. Das ist der erste Schritt. Dann kommt der zweite Schritt. Die haben ein ganz klares Ziel gemeinsam. Und zwar wollen die in Zukunft zu dritt sein. Die möchten gerne ein Kind. Sie möchten eine Familie gründen. Also das heißt, nur mal angenommen, ihr Problem, ihre Zweisamkeit wäre gelöst. Was wäre dann? Sie wären zu dritt, sie hätten ein Baby. Und das würde das Leben einfacher, schöner, toller machen. Ob es einfacher ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schöner. Und auf jeden Fall kann man sich das vorstellen, dass das eine richtig tolle, und das ist jetzt der zweite Punkt, eine Hinzu-Motivation ist. Also das heißt, wenn du dich verändern willst, wenn du wirklich in die Umsetzung kommen willst, dann brauchst du eine Hinzu-Motivation. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass die also sagen, okay, wir möchten gerne zu dritt sein. Was macht man als Pärchen, wenn man zu dritt sein will? Und jetzt kommt der schmutzige Teil, jetzt kommt auch der Schritt 3. Ja, man geht zusammen miteinander ins Bett, man schläft miteinander und jetzt kommt, was im dritten Schritt passiert, weil jetzt muss ja diese Lösung entwickelt werden. Jetzt kommt der Mann, und ich habe das neulich jetzt mal nachgegoogelt, weil ich so oft gesagt habe, ich weiß es nicht. Und meine Aussage stimmt aber in etwa, also so im Schnitt bringt jetzt der Mann circa 80 Millionen Ressourcen ins Spiel. Also während diesem Schritt 3, also das Pärchen schläft miteinander, es kommen 80 Millionen Zellen zur Verfügung. Und von der Frau kommt ja auch noch was dazu. Und im Endeffekt, was jetzt passiert, und jetzt einmal kurz übersetzen, 28 Speaker mit unglaublich vielen Tipps. In dem Beispiel mit dem Pärchen, 80 Millionen Ressourcen. Jetzt brauchen wir aber ja nicht alles davon. Und nicht alles ist relevant, alles ist irgendwie zielführend.
jetzt gehen wir hin im vierten Schritt und überlegen uns, also was heißt überlegen, wir arbeiten es strukturiert und methodisch raus, was denn jetzt die wirklich relevanten Dinge sind. So, und in der Natur, in dem Beispiel, was ich jetzt erkläre mit dem Pärchen, ist es so, dass halt die Natur dafür sorgt, dass halt nur eine relevante Zelle in der Regel, ja, mit der Eizelle zusammenkommt und dadurch dieses Baby entwickelt wird. Und das ist der Schritt 4, wo wir halt hingehen und sagen, jetzt erstmal aus dem Ganzen das Wichtigste, das Relevante raussuchen. Und im Schritt 5 gehen wir hin und gebären quasi dann dieses Lösungsbaby. Und wenn man das jetzt mal so nimmt, wenn das das eigene Baby ist, was man jetzt entwickelt hat, was man ins Leben gebracht hat, dann kannst du dir ja vorstellen, dass du eine mega Motivation hast, dieses Baby in dein Leben zu integrieren, alles dafür zu tun, egal welche Schwierigkeiten sich jetzt in den Weg stellen, dass du bereit bist, dafür, ich sag mal, anzutreten, Hürden aus dem Weg zu räumen, mal durchzuhalten, wenn die Disziplin irgendwie, was weiß ich, ein bisschen in den Keller geht oder wenn man merkt, so einfach läuft es dann doch nicht. Man macht es trotzdem, weil es ist ja seine eigene Lösung, sein eigenes Baby. Ist das für dich so nachvollziehbar? Ich finde das Beispiel ganz gut, weil ich sag mal, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es in jedem Alter andere Herausforderungen gibt. Ja? Und dass mit dem Wachstum der Kinder auch die Herausforderungen wachsen. Und das finde ich genial, weil oftmals fängt man ein neues Projekt an und schmeißt es dann wieder hin, wenn die ersten Widerstände kommen. Ja? Und dieses genau. Beispiel ist jetzt total einprägsam, weil es ein schönes Beispiel ist und wo sich, ich glaube, auch jeder reinversetzen kann, egal ob Mann oder Frau. Genau. Und diese 5 Schritte, die sind halt so wichtig, dass man die halt auch komplett beachtet. Und zwar ganz wichtig, das will ich nochmal ganz, ganz kurz machen. Ich habe nämlich eine Formel gerade in diesen 5 Schritten drin. Und die möchte ich einmal kurz kundtun, weil wenn du die kennst und die berücksichtigst, jetzt, wenn du im Nachgang zu dem Kongress nämlich hingehst und sagst von wegen, ja, aber ich habe das alles verstanden, aber ich krieg's trotzdem noch nicht richtig umgesetzt, dann hat das einen ganz bestimmten Grund und den kann ich an einer mathematischen Formel festmachen. Und den kannst du dir auch selber dann, ich sag mal, raussuchen. Ich schreibe den einmal ganz kurz auf. Moment. So, ich hoffe, man kann es gleich lesen. Und zwar, kannst du das lesen? Ich kann es lesen, ja. Genau, also das heißt W, also W wie Wilhelm, mal Heinrich, mal Ludwig, größer 0. Also W mal H mal L muss größer 0 sein. Mhm. So, und Mathematik sagt ja, wenn man an irgendeiner Stelle mit einer 0 multipliziert, kommt 0 raus. Genau. Und dann ist das Ergebnis vor diesem Größerzeichen nicht mehr 0. Und das hier ist die sogenannte Überzeugungsformel. Und das heißt, wenn die Formel nicht einen Wert hat, der größer 0 ist, dann bist du und dein Unterbewusstsein nicht bereit, etwas umzusetzen. Also das heißt, wenn du jetzt nicht in der Lage bist, die Tipps von diesen 28 Speakern umzusetzen, dann liegt das daran, dass hier was fehlt. Und das will ich ganz kurz erklären. Ich habe die Sachen eben schon mehr oder weniger erzählt gehabt. Dieses W, das steht für die Weg-von-Motivation. Das war das, was ich eben in dem ersten Schritt erzählt habe. Wenn du keinen Schmerz hast, also wenn es dir in deiner Komfortzone zu gut geht, und ich sag mal, ja, eigentlich ist es schön, aber es ist nicht, also eigentlich ist es nicht so schön, aber es ist nicht schmerzlich genug, sich zu bewegen. Also auf einer Skala von 0 bis 10 komme ich halt über eine 0 einfach nicht raus, weil, na mein Gott, eigentlich ist es ja auch ganz okay. Dann hätte ich halt hier einfach ein Problem. Also das heißt, sorg dafür, wenn du von dem Kongress-Speaker irgendetwas mitgenommen hast, welchen Schmerz habe ich eigentlich? Was ist bei dem besser? Und mal angenommen, ich würde mich nicht verändern, was kommt denn dann, was passiert denn dann? Wie schlimm wird denn das noch? Und guck, dass du hier einen ziemlich hohen Wert hinkriegst. Auf einer Skala von 0 bis 10, keine Ahnung, hast jetzt eine 8. Das zweite, das ist die Hinzu-Motivation, also das H. Also mal angenommen, ich habe jetzt diese Weg-von-Motivation, also dieses Problem habe ich gelöst. Was hätte ich denn dann? Und das auch wirklich so schön wie möglich, so blumig wie möglich auszumalen. Dich da reinzufühlen, gerne auch mal, also ich meditiere jeden Tag, also gerne auch einfach zu meditieren und dir mal vorzustellen, wie geil das Leben wäre, wenn man es erreicht hätte. Die Kongress-Speaker haben dir in der Regel auch erzählt, wie es denen geht. Deswegen dürfen die ja auch im Regelfall hier sprechen, weil die schon, ich sag mal, eine tolle Hinzu-Motivation auch für andere erzeugen können. Und da kannst du mal drauf gucken, was davon gefällt dir, aber übersetze es halt auf deine Lebenssituation, was hättest du gerne. Mal dir mal in Gedanken deinen perfekten Tag aus. Und hier auf einer Skala von 0 bis 10 auch wieder gucken, dass du einen recht hohen Wert kriegst. Also je höher, umso besser.
Jetzt haben wir angenommen, was weiß ich hier, 8x8. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben die Speaker dir einen Lösungstipp gegeben und dann sitzt du irgendwann so nach einer Woche da. Ja, super. Ey, das, was der Andreas hier erzählt, wahnsinnig toll. Scheint auch super bei dem funktioniert zu haben. Aber weißt du was? Bei mir geht das nicht. Bei mir ist das noch und aber. Einfach eine andere Situation. Der Tipp ist super, aber nicht für mich. Das heißt, ich akzeptiere schon das die Lösung nicht. Und in dem Moment habe ich hier eine Null. Also das ist meistens der Fall, dass die Lösungswege nicht, also der Lösungstipp nicht funktioniert. Und dann habe ich dann 8x8x0, kommt 0 raus. Und in dem Moment, dann brauchst du dich einfach nicht wundern, warum du nicht in Bewegung kommst. Wenn du jetzt allerdings sagst, boah, die Lösung, die habe ich selbst entwickelt, die ist total geil, ich krieg's aber trotzdem nicht hin, dann musst du mal hingucken, ob es hier vorne irgendwo liegt oder hier. Es können auch alle drei Werte nicht sein oder nur zwei davon. Also dann kannst du mal hier hingucken, ist mein Schmerz eigentlich groß genug? Was brauche ich jetzt, um meinen Schmerz zu vergrößern? Das machen übrigens Coaches sehr gerne und gut. Also wenn du jetzt mit mir zum Beispiel 1:1 arbeitest und ich merke, dass du hier noch zu kuschelig bist, dann frage ich über Fragen, also gehe ich über Fragen da rein und piekse, bis es weh tut. Das sind dann so Leute, wo meine Kunden sagen von wegen, mein Gott, ey, du nervst mit deinen Fragen und gibst so viele Arschtritte, dass es echt schon weh tut. Aber am Ende bin ich dir dankbar dafür, weil ich habe nämlich eins gemacht, ich habe die Komfortzone nicht mehr, also ich habe die angezündet, wenn man so will, damit man in Bewegung kommt. Lernen wir denn nur durch Schmerzen? Nur? Nein. Nein. Also lernen sowieso nicht. Ich bin nur überzeugt davon, dass es halt alle drei Bestandteile braucht. Mhm. Also ich glaube, die größte Motivation, der größte Antrieb liegt tatsächlich aber im H, also in der Hinzu-Motivation. Wenn die Vision richtig, richtig groß ist, wobei da automatisch was mitfolgt. Also jetzt, du hast jetzt eine riesengroße Vision und die erreichst du aber aktuell noch nicht. Und wenn jetzt deine aktuelle Situation extrem weit weg ist von deiner Hinzu-Motivation, dann hast du ja eine Differenz. Und diese Differenz alleine sorgt ja schon für Schmerz, weil du wärst ja gern woanders. Also deswegen, das eine geht meines Erachtens gar nicht so ohne das andere, aber ich bin überzeugt davon, die stärkste Antriebsfeder ist tatsächlich die Vision. Also hinzugehen und zu sagen, wow, das hätte ich gerne. Und wenn du die hast, dann schaffst du es auch, sag ich mal, durch Unwetter durchzukommen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, so mein idealer Tag, ja, habe das auch immer wieder überarbeitet und spreche mir das dann aufs Handy. Und höre mir das dann zum Beispiel beim Sport an, also wenn ich jetzt aufs Trampolin gehe oder solche Sachen. Genau. Ja. Aber ich sag mal, dieses Schreiben ist unglaublich stark. Immer wenn man das schreibt, ist man noch höher motiviert, wie wenn man es nur hört oder wieder liest. Und so habe ich das Gefühl. Aber genau, dass man wirklich an seiner Geschichte auch arbeitet. Wie will ich es denn wirklich? Und die verändert sich ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber es verändert sich vieles. Und was ich bemerkt habe, oftmals, wenn wir das uns wünschen und nie aufschreiben, dann haben wir das irgendwann und merken es gar nicht, dass es in unser Leben gekommen ist. Also ja. Mir ist das mit einer Wunschbox mal passiert, die habe ich dann nach Monaten wieder aufgemacht. Da habe ich gesehen, ups, das hat sich erfüllt, das. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das da drinnen stand. Ja? Und deswegen ist das Schreiben, ich glaube, auch so mächtig. Oder? Genau. Ich mache genau das Gleiche. Also ich schreibe also mittlerweile nicht mehr täglich, aber ich sage mal so 2-3 Mal die Woche mindestens, schreibe ich meine Vision aus dem Gedächtnis auf. Ich habe die noch so ein bisschen nach einem Business Model Canvas aufgebaut. Also das heißt auch noch meine Zielgruppe integriert. Welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe? Wie gehe ich mit meiner Dienstleistung vor? Also ich habe das noch so ein bisschen mehr ins Business reingepackt, habe aber meine Familie, alles, was mir wichtig ist, rundherum gebaut. Und das zum Beispiel geht ja auch darum nochmal, was kannst du konkret nochmal mitnehmen? Ich habe das in eine Videoreihe reingepackt. Die gibt es bei mir kostenlos in der Facebook-Gruppe. Da erkläre ich nämlich auch genau, wie ich zum Beispiel meine Vision entwickelt habe, weil die wirklich, also das ist immer der erste Schritt, mache ich, also weiß ich, was ich wirklich will, weiß ich, für was ich auf diese Welt gekommen bin. Und dann mit dem nächsten Schritt gehe ich dann hin und schreibe mir tatsächlich jeden Tag diese Vision nochmal auf, weil da bin ich bei dir. Das Schreiben, das ist richtig, richtig gut. Ergänzt durch ein Vision Board auch noch oder das, was du auch machst mit den Affirmationen, das ist super. Und dann hinzugehen und dann die Frage zu stellen, warum erreiche ich denn das heute noch nicht? Und das mache ich zum Beispiel auch. Und da kann ich dir auch hier noch was mitgeben als Praxistipp. Wenn du wissen willst, wie du an die Ursache kommst, warum du dein Ziel heute noch nicht erreichst, dann gibt es sogenannte 5-mal-Warum-Technik. Und ich habe das auf in eine Computerstruktur reingebracht, also digital.
dass du hingehen kannst und ich führe dich quasi digital dadurch. Das kostet keinen Cent, außer deine E-Mail-Adresse. Das heißt, du kannst dich da einloggen und kannst dann hingehen, mein Ziel ist, mein Problem ist, also diese Struktur wieder. Und dann die Frage, warum erreiche ich das noch nicht? Warum erreiche ich das noch nicht? Also da kommen ja immer Antworten raus. Und auf diese Antwort bezogen frage ich nochmal, warum das nicht? Und dann sagst du immer, weil ich noch nicht, weil ich noch nicht. Und dann kommst du unten am Kern an. Das heißt, du beschleunigst deine Problemlösung, weil du nicht, ich sag mal, eine Kopfschmerztablette nimmst, wenn du Kopfschmerzen hast, sondern du Krankengymnastik machst, weil die Kopfschmerzen nämlich, wenn man mal lang genug gefragt hat, aus einer Verspannung kommen, die aus einer Skoliose sich gebildet hat. Und das heißt, es bringt nichts, Kopfschmerzentabletten zu nehmen, weil das ist nur eine Symptombehandlung. Du müsstest an deiner Wirbelsäule arbeiten. Und dann hast du keine Kopfschmerzen mehr. Und genau so arbeite ich auch Probleme ab. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich krieg das nicht hin, was jetzt zum Beispiel auch die Kongressteilnehmer jetzt mir gesagt haben, die Tipps, die sind wunderbar, hundertprozentig. Aber sie passen halt vielleicht noch nicht für dich. Und die Frage ist halt einfach, warum schaffst du es noch nicht und wo musst du ansetzen? Und das kann ich dir echt schenken, nennt sich bei mir die Kernursachenanalyse. Wie gesagt, kostet außer deine E-Mail-Adresse keinen Cent. Und dann kannst du das mal einfach mal für dich mal durchgehen. Ist super gut. Das könnte man ja verlinken und dass die Zuschauer das gleich finden, da brauchen sie nicht erst lange rumsuchen. Ja, genau. Und vielleicht auch den Link zu deiner Facebook-Gruppe. Ich glaube, das würde auch sehr helfen. Mache ich. Genau, auch die ist kostenlos. Auch hier ist, also bei mir ist das ganz spannend. Ich habe immer, also der Preis ist bei mir selten Euro in diesen Fällen, sondern ich möchte gerne antworten. Und bei der Facebook-Gruppe ist es so, das ist für mich ein Kundenanalyseprodukt gewesen, weil ich wissen wollte, was ist denn die Nummer 1 Frage, die meine Kunden beschäftigt. Und das heißt, wenn du zu mir in die Facebook-Gruppe kommst, beantwortest du diese eine Frage, also was ist deine größte Fragestellung, warum du deine Wünsche und deine Träume noch nicht erzielst oder erreichst. Und die Frage schenkst du mir und dafür schenke ich dir 5 Stunden Videomaterial, weil ich habe das damals live beantwortet, die Fragen. Mhm. Und dadurch hat sich ein Seminar, also hat sich eine Art Kurs entwickelt und der ist in der Facebook-Gruppe drin und den kannst du dir kostenlos angucken. Das klingt cool. Ja. Finde ich auch. Genau. Also das sind jetzt erstmal so nochmal unterstützende Medien, also Art Webinar oder Online-Schulung. Damit kannst du wirklich gut was anfangen und kannst dann auch gucken, wie du das umsetzt. Wenn dich dieses Thema, weil wir haben gesagt, wir wollen sie auch kurz halten, wenn du das mit dieser Formel vielleicht noch nicht so richtig verstanden hast und was bedeutet das? Und du hast es eben auch so schön gesagt, es geht ja auch um das Unterbewusstsein, diese Wunschbox, da ist im Unterbewusstsein was passiert. Was dich davon auch unterbewusst abhält, dass du diese Formel nicht erfüllst, dazu habe ich ein automatisiertes Webinar. Mhm. Und das würde ich auch ganz gerne hier einfach mit verlinken. Wie das üblich ist, kosten natürlich automatisierte Webinare auch nichts. Aber da erkläre ich nochmal ganz detailliert, wie du im Endeffekt deine Veränderung wirklich erfolgreich und nachhaltig anstoßen kannst mit Berücksichtigung der Formel und mit Berücksichtigung deiner, ich nenne das jetzt mal Dämonen. Also ich heiße ja Andreas Dämon, ne? Und die Dämonen sind in der IT nichts anderes wie automatische Hintergrunddienste. Also wenn du schon mal eine E-Mail an jemanden rausgeschickt hast und die E-Mail-Adresse war falsch oder der Empfängerbriefkasten ist voll, dann kriegst du einen sogenannten Mailer-Dämon@irgendwas. Hast du bestimmt schon mal gesehen, oder? Ja. Und ich habe damals mal gedacht, das hat was mit meinem Namen zu tun, aber das hat es tatsächlich nicht in dem Fall. Viele gekriegt, ne? Auch die nicht so heißen, oder? Genau. Und Dämon heißt in der IT nichts anderes wie automatischer Hintergrunddienst. Aber das Lustige ist, den haben wir selber auch. Also wenn du dich nicht veränderst, hat das meistens ja was damit zu tun, dass du unterbewusste Glaubenssätze hast. Also in der Menschenwelt ist der Dämon nämlich ein Glaubenssatz, eine Routine oder ein Ritual, also alles, was irgendwie automatisch anläuft, wenn es getriggert wird. Mhm. Und mit Beachtung dieser Formel und mit den 5 Schritten, die ich eben erklärt habe, bist du in der Lage, diese Dämonen, also deine Glaubenssätze, Rituale, Routinen umzuprogrammieren und kannst nachhaltig eine Veränderung erzeugen. Und das erkläre ich aber alles in diesem Webinar, weil das würde jetzt hier zu weit führen, weil das Webinar alleine dauert 2 Stunden. Ja, also das ist wirklich jetzt wollen wir ja nicht sprengen. Wir haben ja gesagt, wir halten uns kurz und knackig, so wie das genau. Die Aufwach-Community lebt. Genau. Und deswegen würde ich echt empfehlen, wer da jetzt Interesse hat, wer sagt, ich habe Probleme mit der Umsetzung, achtet erstmal darauf, auf die Formel, zeigst du nochmal, wo hängt es eventuell? Das kann man selber ganz gut rausfinden, wenn man sich da mal bewusst hinsetzt.
Und wenn ich da mehr Input gewünscht ist, dann einfach die Möglichkeiten nutzen. Und wer auch das Gefühl hat, mit mir gerne mal persönlich sprechen zu wollen, ich mache für dich ein Kongressangebot, das mit mir gerne auch 30 Minuten kostenlos gesprochen werden kann. Also es geht nicht um ein Kennenlerngespräch in dem Sinne, sondern das wird ein wirklich echtes Impulscoaching, wo du, das verspreche ich dir, definitiv mit einem Impuls rausgehst, wo du sagst von wegen, okay, ich weiß, was mein nächster Schritt ist. Das schenke ich dir. Packen wir auch hier drunter. Ich gebe dir, Ines, dafür einen Aktionscode. Der müsste in dem Formular eingetragen werden und dann kann man mit mir kostenlos sprechen. Gut, würde ich so mit reinschreiben. Aber das ist ja wie Weihnachten mit dir. Da feiern wir jetzt. Ja, oder es wurde jetzt erst im Februar ausgestrahlt. Heute haben wir ja schon letzten Januartag, aber genau. Dann schaffen wir das nicht mehr ganz. Aber trotzdem feiern wir jetzt zum Valentinstag am besten, ja? Genau. Der Tag der Geschenke. Ja, also sehr, sehr gerne, weil meine große Berufung, mein Traum, meine Vision ist halt, Millionen Menschen zu helfen, ihre selbstbestimmte Freiheit zu leben. Und dafür muss ich halt auch, ich sag mal, mit den Menschen in Kontakt kommen und deswegen habe ich auch viele Sachen automatisiert. Das kriege ich persönlich nicht hin und es ist mir ein Bedürfnis, wenn ich jetzt überlege, dass ich 1 Million Menschen helfen kann, ihrer Bestimmung zu folgen, das selbstbestimmt und frei zu tun, weshalb sie auf die Welt gekommen sind, dann machen diese Menschen das, wofür sie bestimmt sind, also etwas Richtiges. Und damit machen die Welt ein bisschen besser. Und das bedeutet für mich, dass meine Tochter, die jetzt 7 ist, in einer Welt aufwacht, die besser ist als das, was wir momentan, meine Generation, die Generation davor, mit dieser Welt nämlich veranstaltet haben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass diese Welt besser wird. Und ich kann es nicht alleine. Also ja, ich schenke euch das, weil ihr gebt mir was zurück. In dem Moment, wo ihr nämlich eurer Bestimmung folgt, macht ihr die Welt besser und dann hat meine Tochter was davon und wenn ich noch lange lebe, ich auch. Das ist das, warum ich das tue. Ganz, ganz lieben Dank, Andreas. Sehr gerne. Ja, es war wirklich eine richtige große Freude, denn Andreas, wie sagst du, Geburtshelfer für Lösungen? Ich muss jetzt mal auf meinen Spickzettel schauen. Alles gut. Weil das ist so ungewöhnlich, der Name, ja. Also unter Geburtshelfer versteht man sich ja ganz was anderes eigentlich. Ja, aber ja, du hast auch das so anschaulich das Beispiel gebracht und ich finde das gar nicht schmutzig, sondern richtig schön. Und, danke. Ja, und es hat wirklich gut gedacht. Ich bin richtig froh, dass ich dich auch entdeckt habe noch so bei dem anderen Kongress jetzt und deswegen, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich bedanke mich. Und danke für deine Geschenke. Ja, sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns dann mal irgendwo anders nochmal wieder auf dieser Welt oder bleiben in Verbindung lose. Na, hundertprozentig. Ja, okay. Ich muss ja auch gucken, wie sich der Geburtshelfer entwickelt und wie wir uns weiter zusammen entwickeln können. Ja. Genau. Also okay. Wenn du wissen willst, wie ich mich weiterentwickle, ist total einfach. Geh auf meinen YouTube-Kanal, einfach abonnieren, Glocke an, kriegst du alles mit, weil da lade ich ganz viel. Da gibt es auch echte Coachings von mir zu sehen. Mhm. Also es gibt Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich coachen und du darfst es öffentlich benutzen, weil ich in der Regel auch eine Aufzeichnung mache. Und die das mir gestattet haben, das kannst du bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen. Also du siehst sogar, wie ich arbeite. Aha, also ja, Okay. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Jetzt haben wir dir noch einen Tipp rausgekitzelt. Also, super. Also den YouTube-Kanal packen wir auch noch drunter. Genau. Also vielen lieben Dank, Andreas. Und eine ganz tolle Zeit für dich. Und danke, dass du der Aufwach-Community, ich kann den Namen so schlecht aussprechen. Alles gut. Aber das ist nicht schlimm, dass du uns so viel Mehrwert reingegeben hast. Wirklich. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Und ja, dir und deiner Familie eine gute Zeit. Danke, tschüss. Danke, danke. Das Gleiche für dich. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss.